Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum und am Wort Gottes Interessierte, heute einige Hinweise zur ältesten Gotteslästerung, die es überhaupt gibt. Die älteste Gotteslästerung heißt Allversöhnung. Das sind Leute, die die Hölle oder die Ewigkeit der Hölle leugnen. Es sind Eingeschlichene in die Christenheit. Unter Christen gibt es keine Allversöhner. Es gibt es nur in der Christenheit. In der deutschen Sprache haben sie zwei Bibelübersetzungen, was ich so überblicken kann. Die bekannteste ist die sogenannte Dabar-Bibel in Anführungsstrichen. Und im deutschen Bereich haben wir die Langsteinbacher Höhe. Das ist ein wirkliches Allversöhner-Buhldorf. Allversöhner sind immer Gotteslästerer. Die machen Gemeinden kaputt, wie Calvinismus Gotteslästerer. Am Morgen sind sie zum Teil Allversöhner, am Nachmittag Calvinisten. Man kann als Christ nicht in Gemeinden gehen, wo Allversöhner oder Calvinismus Gotteslästerer Zugang haben. Darum gehe ich auch nicht mehr in die Brüderversammlungen, also freie Brüderversammlungen, denn dort werden beide mehr oder weniger geduldet. Die Dabar-Übersetzung ist ganz und gar von unten. Das Leiden, die 3 Stunden des Herrn Jesus am Kreuz, sein Tod, all das wäre ja ein perverser, unnötiger Witz gewesen. Und das ist ja nur eine Seite der Allversöhnungsirrlehre. Das Wort Gottes warnt jeden Menschen eindringlich vor den Leiden des Hades, Sheol, das ist die Vorstufe der Hölle, und dann die Gehenna, Hölle, der ewige Feuersee. Du Mensch, hüte dich vor der Hölle des Feuers. Und da kommen jetzt die Bibelstellen. Vor der Hölle, vor dem Hades, vor dem tiefsten Abgrund, vor dem Feuerofen, vor der Auferstehung des Gerichtes, vor dem Wohnen in den untersten Örtern der Erde, vor der Verdammnis, Verderben, vor dem Ort des Weinens, vor dem Fluch, vor der Schande und ewiger Abscheu, vor der ewigen Pein, vor dem ewigen Feuer, vor dem unauslöschlichen Feuer, vor der Strafe des ewigen Feuers, vor dem Feuersee, vor dem Ort, wo der Wurm die Sünde nicht stirbt, vor dem Qual, wo Menschen keine Ruhe finden von Ewigkeit zu Ewigkeit vor dem zweiten Tod. Das sind also mehr als 60 Bibelstellen, die uns eindringlich warnen, die Existenz der Hölle, wobei Hades und Gehenna zwei zu trennende Dinge sind. Hades ist die Vorstufe, da kommt die nicht erretteten Menschen beim Sterben hin. Und dann kommen sie vor den großen weißen Thron und dann werden sie in die Gehenna, also Hölle, geworfen. Im Neuen Testament werden die Worte Hades und Gehenna am meisten vom Herrn Jesum Christum gebraucht. Er redet übrigens mehr über die Hölle wie über den Himmel. Die biblische Lehre über die Hölle stammt vom Herrn Jesum Christum selbst. Der Teufel versucht, den Menschen einzureden, dass es keine Hölle gibt, damit sich der Mensch nicht um die Ewigkeit kümmert und sich mit einem Ersatzevangelium zufrieden gibt. Siehe 2. Korinther 11, Vers 4. Wer sich aber die Mühe macht und diese Bibelstellen in ihrem Kontext nachliest, der wird den Ernst der Lage erkennen. Hölle ist ein Ort, wo Menschen, die nicht auf dieser Erde wiedergeboren wurden, also die sich nicht bekehrt haben
und die nicht zu den Märtyrern der Drangsalszeit gehören, getrennt von Gott leben. Dort können die Menschen schreien und Gott hört sie nicht mehr, für immer nicht mehr. Wenn der Teufel eine gottgewirkte Sache, hier eine Warnung, nicht verhindern kann, dann versucht er sie zu verzerren, ins falsche Licht darzustellen. So ist es auch mit der Lehre über die Hölle. Die Irrlehre der Allversöhnung wird auch als die Lehre der Wiederbringung aller Dinge bezeichnet. Ist also ein anderer Ausdruck für diese Blasphemiker. Allversöhner sind immer Gotteslästerer. Vertreter dieser Lehre verkündigen, dass es zwar eine Hölle gibt, in welche unerlöste Menschenseelen hineinkommen, jedoch kommen diese Menschenseelen nach einer langen, langen Zeit wieder aus der Hölle raus und kommen dann in den Himmel, Allversöhnung. Am Ende sind alle Menschenseelen errettet. Wenn der Zustand in der Hölle nicht endgültig wäre, dann hätte er bereits einen großen Teil seines Schreckens verloren. Weil die Allversöhner nicht wissen, was ewig ist, weil sie nicht glauben, was in der Bibel steht, weil sie ja nicht bekehrt sind und darum den Heiligen Geist nicht haben, können sie nicht verstehen, dass ewig ewig ist. Ewig ist ewig. Ewig ist ewig. Wenn die Hölle nicht ewig ist und der Zustand in der Hölle nicht ewig ist, dann ist auch der Zustand im Himmel nicht ewig. Das ist ja letztendlich das, was der Satan will, mit diesen verdrehten, abgefahrenen Gotteslästerern, diesen Wiederbringer Irrlehrern. Es stellt sich damit die Frage, ist es eine biblische Lehre, dass der Aufenthalt in der Hölle zeitlich befristet ist? Das Hauptargument der Allversöhnung Gotteslästerer Irrlehrer basiert auf einem falschen Verständnis der beiden griechischen Wörter aion, also aeon, und aeonisch. Gemäß der Allversöhner können die beiden griechischen Wörter aeon und aeonisch, wenn sie sich auf die Hölle beziehen, sicher mit zeitlich befristet übersetzt werden. Dieses Argument müssen wir im Lichte des Wortes Gottes prüfen. Folgende anerkannte Wörterbrücher ersetzen die Wörter Äon und Äonisch mit den zwei möglichen Übersetzungen. A. Langer Zeitabschnitt mit einem Ende. B. Ewigkeit ohne Ende. Da die Wörterbücher. Eine reine Wörterbuchanalyse führt damit nicht zum eindeutigen Ergebnis. Man kann auch nicht die griechischen Wörter Äon und Äonisch nach der konkordanten Methode immer gleich zeitlich befristet übersetzen. Wenn der gleiche griechische Ausdruck von den Äonen zu den Äonen in den Offenbarung 14, Vers 11, Offenbarung 19, Vers 3, Offenbarung 20, Vers 10 für die Hölle verwendet wird, findet ebenfalls Verwendung für die Herrlichkeit Gottes, Herrlichkeit Jesu, Thron Jesu, Lebensdauer Jesu, Lebensdauer Gottes. Das heißt, der Teufel will letztendlich durch die Allversöhner Gotteslästerer sagen, der Herr Jesus ist zeitlich, nicht ewig. Wer das Wort Äon bezogen auf die Hölle nur mit zeitlich befristet übersetzt, der wäre nach der konkordanten Methode, das ist so die dümmste Art von Übersetzung, auch gezwungen, die Lebensdauer Gottes als zeitlich befristet zu übersetzen. Das ist die Lehre des Satans. Gott ist nicht ewig. Gott endet. Ein Gott, der zeitlich befristet ist, ist kein Gott. Übrigens, die Allversöhner Gotteslästerer sind sehr verwandt mit den Zeugen Jehovas und Adventisten. Die haben sich Teile aus dieser Allversöhnungs-Gotteslästerung für sich adaptiert, indem sie einerseits sagen, ja, eine Hölle gibt es gar nicht. Das sind die Lehre der Zeugen Jehova. Die sagen, es gibt keine Hölle. Mit dem Tod ist alles aus.
Das ist eine andere Methode des Satans. Hier versagt die konkordante Methode und führt direkt zur Gotteslästerung, also Blasphemie. Dies haben selbst die Alphasöhner erkannt. Deswegen können sie in ihren eigenen Übersetzungen a. Konkordantes Neues Testament, in diesem Alphasöhner Gotteslästerer Verlag, Konkordanter Verlag Pforzheim, dann die geschriebene Dabar-Übersetzung, Schönberg, auch den Begriff Äon und Äonisch, nicht konkordant, immer mit zeitlich befristet übersetzen. Um diese Gotteslästerung zu verwischen, haben die Alphasöhner nun die griechischen Ausdrücke Äon und Äonisch überhaupt nicht in ihre Bibelübersetzung ins Deutsche übersetzt. Sie wollen den Ausdruck nicht übersetzen. Mitten im deutschen Textlaut finden sich nun in diesen Bibeln die griechischen Wörter Äon und Äonisch. Um diese verderbliche Schriftverdrehung nur noch irgendwie zu rechtfertigen, muss noch eine Erklärung erfunden werden, die sehr fromm erscheint. Und tatsächlich, es gibt eine solche Scheinerklärung der Alphasöhner Gotteslästerer. Wir wagten es nicht, den Begriff Äon und Äonisch zu übersetzen. Hört sich fromm an. Es sind Wölfe in Schafskleidern, sagt der Jesus. Und diese werden hingehen in die ewige Bein, die Gerechten aber in das ewige Leben. In diesem Bibelvers steht das Wort Äonisch zweimal. In diesem Bibelwort steht das Äonisch zweimal. Einmal ist es bezogen auf Strafe und ein weiteres Mal ist es bezogen auf das Leben bei Gott. Dass das Leben bei Gott ewig endlos ist, darüber besteht kein Zweifel, nicht einmal bei den Alphasöhnern. Denn wenn die Erlösung durch Jesus Christus nur für einige Äonen halten würden, dann wären sie nicht vollkommen. Wie hätte Gott nun die Dramatik der ewigen Pein härter ausdrücken können, als sie dem endlosen Leben bei Gott in einem Vers gegenüberzustellen? Als zweites Allversöhnungsargument soll Kolosser 1, Vers 20 bis 21 betrachtet werden. Und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt. Wenn man biblische Texte auslegt, dann muss man grundsätzlich berücksichtigt werden. Lese den Abschnitt genau, Wort für Wort. Wenn man sich daran hält, dann wird man erkennen, dass hier die Versöhnung auf zwei Bereiche angewendet wird. Zum einen auf die Dinge auf der Erde und im Himmel, Hebräer 9, Vers 23. Und zum anderen auf wiedergeborene Christen, euch. Und das Text spricht davon, dass alle Dinge, die durch die Sünde in Mitleidenschaft gezogen wurden, mit Gott versöhnt wurden. Der Text spricht jedoch nicht davon, dass alle Menschen Seelen mit Gott versöhnt wurden. Bezogen auf die Menschenseelen gibt die Versöhnung nur die wiedergeborenen Christen, euch. Als drittes Allversöhnungsargument soll Offenbarung 5, Vers 13 bis 14 betrachtet werden. Und jedes Geschöpf, das in den Himmeln und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Throne sitzt, und dem Lamme, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Dieser Text spricht nicht von Versöhnung. Dass auch die verlorenen Seelen anerkennen werden, dass der, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme die Ehre gehört, besagt noch nicht, dass sie versöhnt sind. Wir würden in diesem Text nicht mehr hineinlesen, als wirklich dort geschrieben steht. 1. Korinther 4, Vers 6. Wir können diesem Text lediglich entnehmen, dass eines Tages jedes Geschöpf zur richtigen Erkenntnis über Gott und Jesus kommen wird. Dies sagt auch Philipper 2, Vers 9 bis 11. Das bedeutet, dass die Gottlosen ihren Hochmut eines Tages nicht weiter fortsetzen können. Die Allversöhnung kann mit diesem Textstellen jedoch nicht belegt werden. Auf Allversöhnungsargumente aus dem Alten Testament muss nicht eingegangen werden. Alttestamentliche Textstellen zur Begründung von christlichen Lehren können nur dann verwendet werden, wenn die Lehre durch eindeutige neutestamentliche Textstellen bereits sicher belegt ist. Dies liegt daran, dass die Erkenntnis im Neuen Testament durch die heilbringende Erscheinung von Jesus Christus auf diese Erde wesentlich zugenommen hat. Vieles, was die Israeliten im Alten Testament erkannten, sahen sie von Ferne. Sie hatten nur eine grobe Vorstellung vom zukünftigen ewigen Leben. Demgegenüber kam mit Jesus Christus, der das Leben selbst ist, Johannes 14,6, die Offenbarung des ewigen Lebens. Beispiel: In Prediger 3,21 heißt: Wer weiß von dem Oden der Menschenkinder, ob er aufwärts fährt, oder von dem Oden der Tiere, ob er niederwärts auf die Erde fällt? Jedoch heißt es in 2. Korinther 5,1: Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmeln. Deutlich erkennbar ist die Zunahme der Erkenntnis im Neuen Testament über ewiges Leben. Dass das Leiden in der Gehenna, Hölle, endlos ist und nicht zeitlich begrenzt ist, bestätigt Gottes Wort in 2. Korinther 4, Vers 18. Indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Das, was man aber nicht sieht, ist ewig, äonisch. Dort stehen beide Begriffe, zeitlich und ewig, äonisch, in einem Vers. Zeitlich befristet sind Dinge, die wir sehen können. Unser Körper, die Erde. Äonisch, unbefristet, sind alle Dinge, die man jetzt nicht sieht. Hölle, Gehenna, die eigene Seele, diese Dinge können niemals vergehen. Gemäß Hebräer 11, Vers 1 bis 8 kommt Rettung durch den Glauben. Johannes 20, Vers 29. Glauben ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Im Hades und in der Gehenna, Hölle, ist deshalb kein Glaube mehr möglich, weil die Seelen, die dort sind, die Dinge um sich herum sehen können. Jesus Christus hat in Lukas 16, Vers 19 bis 31 kein Märchen erzählt, sondern er warnt vor diesem Vorort der Hölle, der durch eine unüberbrückbare Kluft von den Erretteten getrennt ist. Das Allversöhner-Evangelium lehrt die Rettungsmöglichkeit nach dem irdischen Tod. Man kann es deshalb als ein Evangelium der zweiten Chance bezeichnen. Diese zweite Chance kommt erst nach dem Leben eines Menschen auf dieser Erde. Das biblische Evangelium spricht nur von Sündenvergebung hier auf der Erde
Und zu Lebzeiten des Menschen. Matthäus 9, Vers 6, Markus 2, Vers 10. Weil Gottes Wort, das Evangelium der zweiten Chance, nicht lehrt, ist es ein falsches Evangelium, 2. Korinther 11, Vers 4. Wer ein falsches Evangelium verkündet, steht unter dem Fluche, kommt in die Hölle. Allversöhner gehen über das hinaus, was geschrieben steht, 1. Korinther 4, Vers 6. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, 1. Timotheus 2, Vers 4. Dennoch gehen die allermeisten Menschen verloren, Matthäus 7, 13, breiter Weg. Daraus folgen einige Irrlehrer, dass Gottes Macht sehr begrenzt ist und der Teufel mehr Erfolg hat als Gott. Das Äußern solcher Beleidigungen wird mit der Wiederkunft Christi aufhören. Kurz sei darauf hingewiesen, dass Gott niemand gegen seinen Willen errettet. Gott hat den Menschen als eigenes Wesen erschaffen. Echte Liebe basiert auf Freiheit. Zur Freiheit gehört auch, dass der Mensch sich gegen Jesus Christus entscheiden darf. Jedoch muss der Mensch für seine Entscheidung die Verantwortung und die Folgen tragen. Bezogen auf die Hölle ist diese Entscheidung umso schwerwiegender. Denn wenn der Mensch nicht den biblischen Jesus Christus in seinem Erdenleben durch Umkehr und Glauben aufnimmt, bleibt er für alle Ewigkeit verdammt, er kommt in die ewige Hölle. Dieser Entscheid, sich nicht zu bekehren, kann nie korrigiert werden. Dann kann man schreien und weinen und Gott hört nicht mehr. Wahrscheinlich wird man sich in der Hölle immer wieder an die Situation erinnern, als man von Jesus Christus angesprochen wurde. Hiob 33, Vers 29. Und als man sein Herz verhärtete, Hebräer 3, Vers 7. Deswegen warnt uns Gottes Wort so eindringlich, diese wichtigste Entscheidung mit allem Ernst zu überdenken. Allversöhner sagen dann noch, aber was wird aus den Kindern, wenn sie plötzlich sterben oder aus Menschen, die nie das Evangelium gehört haben? Kommen die etwa alle in die Hölle? Zu den Kindern. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Gott rechnet die Söhne vor der Jugend nicht zu. Deswegen sind Kinder immer gerettet. Zu den Menschen, die das Evangelium gehört haben, so Römer 2, Vers 14 bis 16. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur die Dinge des Gesetzes ausüben, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz, welche das Werk des Gesetzes geschrieben zeigen in ihren Herzen, indem ihr Gewissen mitzeugt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen am Tage, da Gott das Verborgene des Menschen richten wird, nach meinem Evangelium durch Jesum Christum. Mündige Menschen, die nichts von Jesus Christus wussten, werden nach dem Gesetz in ihrem Herzen Gewissen gerichtet. Römer 2, Vers 14. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott gerecht ist und keine Fehler macht. Bei Gott sind Wunder möglich. Gott könnte auch im Sterbeprozess noch jemandem das Evangelium sagen. Der Mensch hat etwas, worauf der Teufel sehr neidisch ist. Der Mensch hat die Möglichkeit, zu Gottes Liebe, Jesus Christus, Ja zu sagen. Es muss sehr schön sein bei Jesus im Himmel, wenn der Teufel alles daran setzt, um Menschen von Jesus fernzuhalten. Der Teufel weiß es, denn er hat den Himmel und die Herrlichkeit Gottes gesehen. Der Teufel macht in unserer Zeit alles, um die wenigen übrig gebliebenen Christen durch Sünde und ihre schwere Verführung, 2. Korinther 11, Vers 1 bis 3, und Verfolgung von Jesus wegzubringen. Deswegen ist auch unser Gebet geistlich so stark angegriffen. Im Gebet werden die Siege für die Ewigkeit errungen. Der Teufel weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Offenbarung 2, Vers 12.
Jesus Christus ist Gottes letztes Wort an die Menschen. Wer Jesus ablehnt, bleibt in Ewigkeit in der Verzweiflung. Galater 6, Vers 7 bis 8. Hebräer 9, Vers 27. Alle Menschen sind verzweifelt, wenn sie an den Tod denken und nicht wiedergeboren sind. Verfasst Martin Schneeberg aus »Wenn ihr in meinem Worte bleibt«. Dem Verfechter der Allversöhnungs-Gotteslästerung wird gesagt, wer aber den Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen. Und dem Anhänger der Allvernichtungslehre wird zugerufen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm, dem Ungläubigen. Wenn er das Leben nicht sehen wird, dann kann er nicht wieder zurechtgebracht werden. Und wenn der Zorn Gottes auf ihm bleibt, kann sein Leben niemals ausgelöscht werden. Charles Henry McIntosh. Liebe Geschwister, wenn ihr zu diesem Pfeil noch weitere Gedanken habt, es wird ja veröffentlicht, direkt am YouTube, bitte schreibt mir auf das E-Mail, das ich daran anhängen werde. Im Herrn Jesum Christum, einen guten Tag.